Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ey, ein Wunder passiert, es gibt ein neues Video. 50 Tage ist das letzte Video her. Es sollen keine Ausreden sein, aber 30 Tage bin ich jetzt krank gewesen oder bin immer noch krank. Also Bronchitis, erstes Mal in meinem Leben. Plus ganzer Kopf zu, Nase zu, man hört es vielleicht noch. 3 Tage Nasenbluten, jetzt geht es ein bisschen besser. Ich habe die Schnauze sowas von voll, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das soll keine Ausrede sein. Ja, und dann habe ich noch Verantwortung jetzt für alle 3 Läden. Quasi alle 3 Dampfläden, da pilgere ich auch immer hin und her. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch jetzt mal einen Spot zeigen am 34er. Köder gucken wir jetzt gleich. Ich war eben schon mal ein Stündchen genau angeln. Und da sehen wir ziemlich viele Klischen, ja, und ewig her eine Kammmuschel, auch sehr schön. Und das Ganze waren, und hier Dornheit. Fehlt mir alles als Trophäe. Klische, Doggerschaben, blauer Wittling sehe ich gerade. Fürchterlich, die Muschel brauchen wir gar nicht schon reden. Steinbutt fehlt mir, Dornhai fehlt mir. Krieg ich zum Verrecken alles nicht. Egal, immer weiter versuchen. Waren 800 Silber. Jetzt fahren wir mal raus. Und, ja, machen wir mal ein Rundchen, ne? Bis gleich. So, frisch angekommen. Jetzt gucken wir mal ins Setup rein. Ja, ich habe mir jetzt mal diese Reef Tonga 20 DS geholt. Nicht fürs Meer eigentlich, aber macht sich hier auch ziemlich geil. Nein, als Welsrolle. Ja. Die kleinere von beiden hat 176 Kilo Getriebekraft. Ist perfekt für die Shigun Ultima, wie ich finde, und mit 2 Gängen. Aber nutze ich auch mittlerweile gerne an den kleineren Sandbänken. Hier, ja, Jigmeister 110 geht immer, habe ich mal mit Weiß gemacht. Heute ist sehr viel Schwarz-Weiß. Und dann hier aber, es geht um die Quicker, um den 03er, 003, den 11,5 cm, jeweils alles gleich. Und man könnte jetzt hier natürlich einen 2-0er Haken machen, 3-0er Haken, und ich glaube, die gehen ja bis 4-0er, jetzt könnte man hier ein 4-0er, aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Und dann gucken wir mal. Na, wir haben 2,0, 2-0er Gang und ein 5-0er. Ja, Klische fehlt wie gesagt auch. Gehen gut rein. Aalmutter, wochenlang versucht die Aalmutter, muss ich sagen. Ich muss aber sagen, ich bin auch ein bisschen fremd gegangen. Ich habe ein bisschen Fishing Planet gezockt. Aber was soll ich sagen, es ist ganz cool, aber es ist einfach irgendwann langweilig. Es ist einfach langweilig, egal wo ich mich hinstelle. Ja, pff, direkt Trophäen und einzigartige, das ist, ich weiß nicht, man könnte dann versuchen, so in diesen Top 100 reinzukommen, ne, mit den Maximalgewichten. Aber weiß nicht, also das, pff, keine Ahnung, macht einfach keinen Spaß. Man muss sagen, R4 ist das beste Angelspiel. Feierabend. Auch wenn es in letzter Zeit ein bisschen viel rumspackt. Jetzt aber noch ein bisschen Werbung, wenn ihr Lust habt. Ich habe jetzt mal 2, 3 Abende ein bisschen gestreamt. Hat natürlich keiner zugeguckt, aber so ist es. Aller Anfang ist schwer. Doch, einen Zuschauer hatte ich. Also ich will jetzt mal so ein bisschen auf Twitch streamen. Bin jetzt nicht der Twitch-Pro. Ja, mit Chatbots und so bin ich mich gerade noch am Versuchen. Also ist aber auch egal. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Das ist ein toller Start. Ein dreckiger Lump. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, könnt ihr gerne schon vorher mal ein Follow da lassen. Ich blende mal eben meinen Twitch-Kanal ein. Das ist halt Ingo Dingo Gaming. Viele kennen mich ja auch noch unter YouTube so. Und ja, wollen wir mal ein bisschen zusammen angeln. Einfach ein paar Turnierchen machen, sei es am Meer oder auch an kleineren Gewässern. Ja, damit alle mitmachen können. Wieso nicht? Einfach ein bisschen chatten oder so. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. So, ihr seht, geht auf jeden Fall fröhlich weiter. Und es geht ja hier vorrangig um die Klische, ja, die hier gut beißt. Auf diese Köder-Kombination, auch auf den Jigmeister. Ja, Köder wollen wir jetzt nicht, aber wenn wir uns mal hier angucken, die Klische. Ja. Quicker, Quicker. Jigmeister, Quicker, 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 Jigmeister. Ja, wäre schön, wenn es mal rappeln würde. Ich glaube, die größte war ja gar nicht so klein. 2,9. Ich weiß gar nicht, ob die sind hier ab 3 Kilo. Ne, die Doggerschabe wahrscheinlich, ne?
Die war ab 3 Kilo. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, können auf jeden Fall mal nachbauen. Und wie gesagt, 800 Silber in 53 Minuten kann sich ja schon sehen lassen. Ist in Ordnung. Tja, ansonsten konnte ich in letzter Zeit keine Trophäen mehr kriegen, weil ich auch nur am Meer rumgehangen bin, tatsächlich noch. So die letzten 3 Wochen oder so. Konnte aber dafür die kleiner Dornhai zumindest meine 12. seltene, gar nicht mal schlecht, denke ich, in 4000 Stunden. Das war die Makrele tatsächlich. Ihr seht, hier fehlt ziemlich viel. Ziemlich, ziemlich viel. Die Makrele ist es geworden noch. Mein, ist jetzt nicht schlecht, ne, aber ist jetzt auch nicht. Also, was man ja flockig holen könnte, wäre echt die Doggerschabe, den Dornhai wahrscheinlich, so eine Drecksardine. Aber jeder hat eben, kennen wir ja schon, seine Problemfische. Andere fangen die Aalmuttern dann am laufenden Band und ich krieg die überhaupt nicht. Ja, ich hatte mal auf den roten Loker meine größte 897 Gramm. Haben wieder 3 Gramm gefehlt. Sehr schön. Jetzt machen wir noch ein Würfchen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn man sich auf Twitch mal auf jeden Fall wieder sieht. Dann können wir ein bisschen gemeinsam hier fletschen und ein paar Wettbewerbe machen. Dafür müsste ich aber auch erstmal wieder Premium aktivieren. Ich bin die ganze Zeit ohne am Angeln. Deswegen geht das Level-Up auch so schwer vonstatten. Aber egal, wenn man so ein Level hat. Ich bin eh viel arbeiten bis abends. Ich komme eh niemals auf Stufe 50. Was soll man dazu sagen, ne? Drauf geschissen, irgendwann oder auch nicht. Kommt es nicht so drauf an. Ja, probiert den Spot mal aus. Am 34er mit den 03er. 45003er Quickern, alles in Schwarz-Weiß. In diesem Sinne, Petri Dank, Petri Heil. Wir sehen uns bei Twitch wahrscheinlich. Tschüsschen.